Da ist ein Mann, der sich sein Gehänge zwischen die Beine geklemmt hat und das für eine gute Idee hält, mir das zu schicken. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Im Prinzip ist Mickey Mouse die charakterloseste Sau, die ich kenne. Der ist nichts. Die gehen mir alle auf den Sack. Außer Donald Duck. Eine andere Sache, die nicht in Ordnung ist, ist, wenn berühmte YouTuber einfach nur aufgrund ihrer Berühmtheit Angebote bekommen, Dinge zu tun, die sie nicht in der Lage sind zu tun. Namentlich Gronkh als Synchronsprecher in Just Cause 3. Im 10-Sekunden-Takt, oh, da ist aber ein Missgeschick passiert. So, schießt wieder alles kaputt. Leute, geht es euch gut? Es gibt halt echt viele Spiele, wo die Synchronstimmen einfach jetzt nicht so das perfekt sind. Das ist halt kein Argument. Weil alles scheiße ist. Uncharted zum Beispiel. Hitler, der hat ja auch Juden umgebracht. Da ist ja. Das okay, wenn ich auch ein paar abknalle? Ja, Gronkh. Neben dir sieht Hitler aus wie Jesus. Kostenloses Mineralwasser, kostenloses WLAN, nochmal kostenloses WLAN. Doppelt. Das ist richtig gutes WLAN. Oh, hallo, Neo, dankeschön. Ich glaube, das ist irgendwas so Richtung Geld. Wir geben jetzt 40 Euro für so einen Flug aus. Wenn wir aber stattdessen ein eigenes Flugzeug kaufen, du rufst da einfach an und sagst, wanna buy, legst die 20 Latten hier auf den Tisch. Und dann hast du eine Boeing. Du gehst auf bote.de und kaufst dir für 286 Millionen Euro so ein geiles Schiff. Da hast du High-Quality-Bilder, da weißt du direkt, woran du bist. Das ist doch geil. Du gehst jetzt anrufen, zack. Du kannst eine Krankenstation einbauen. Hier, das ist ein Altenheim. Guck mal, da ist eine Leiche, da ist sogar, da ist alles. Pathologie. Da ist alles. Details to qualified buyers. So. Da ist ein Kino in diesem fucking, da ist ein Kino drin. Wir rechnen das jetzt aus. Wir bauen uns die Nostera-Flotte durch die 10.000 wirklich regelmäßigen Gucker. Dann sind das schon nur noch 32.783 Euro pro Person. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was sind denn Cheers, was sind denn Bits? Ich verstehe das nicht. Fresh, du geile Sau. Er investiert in das Schiff. Und was ist denn der Marktwert so von Griechenland? Da sind nur traurige Gesichter, wenn man Griechenland googelt. Das war mit meiner Familie, da war ich 14. Oh, da war ein süßes Mädchen, ich sag euch. Ich werde ihren gelben Minirock nicht vergessen. Wenn man 14 ist, dann ist das wirklich relevant so. Den Rock in der Hüfte getragen oder hat sie? Sie hat den Rock Hüfte getragen, weil sie wusste, was gut ist mit ihren 14 Jahren damals. 2013 kommt das neue Watch Dogs raus. Ja, wir kaufen den Flugzeugträger und besetzen Griechenland. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Wenn wir Griechenland haben, wir brauchen Griechenland nicht. Wir kaufen einfach direkt Deutschland. Aber das muss man nicht machen. Never gonna say goodbye. Vor ungefähr 5 Jahren habe ich mir einen Account gemacht bei Facebook, der nicht meine wahre Persönlichkeit ist. Da ich ein Mann in Real Life bin, dachte ich mir, naja, mach ich mir doch mal ein Fake-Profil als Frau. Kann ja nicht schief gehen. Ich kann, also bei dem Bild muss ich im Prinzip alles zensieren. Es ist halt seine blanke Rosette. Ich muss echt aufpassen, was ich zeige. Also das ist heute echt nicht gut, dass ich hier alleine sitze. Fuck! Ich hab... fuck, Alter! Oh, fuck, Alter! Fuck! Wie mach ich das weg? Ich habe ihm den Screenshot von allen drei Bildschirmen geschickt, wo meine hässliche Fresse zu sehen ist, wo sein Chat zu sehen ist, den ich zensiert habe, und der mittlere Bildschirm. Ich finger rein. Er hat Rhein geschrieben, wie den Fluss Rhein. Er hat es groß geschrieben und mit H. Ich finger rein in deine Muschi und küsse dich. What the fuck, Mann? Oh ja, ich bin so nass. Mir kommt der Rhein aus der Muschi.
Also klar, ich mache jetzt hier halt real shit und mache nicht irgendwie übertrieben. Oh, geil! Ah! Oh, da ist eine Pappfigur hinter mir! Crazy! What the fuck, Alter! Zum Glück ist dieses Scheißding gerade auf Vollbild. Meine Fresse, ich guck hier links rüber auf den Bildschirm, den ihr abgreifen könnt. Und da ist ganz unten links so eine fucking Rosette zu sehen. Du bist zum Anbeißen. Ich habe nie geantwortet. Du bist zum Anbeißen. Stehe voll auf dich. Bist so süß. Bist du da? Melde dich mal, ja? Würde mich sehr freuen, mein Name. Dann einfach ein Bild von seinem Arsch. Ich habe ein technisches Problem gelöst, ohne Franz. Party ist gebotlos, schießt euch alle tot. Was ist denn ein Bock? Das ist ja immer noch falsch. Was ist ein Bock? Ein Bock. Gefällt dir mein Bock? Ist das ein Bug? Ey, lass den mal kontaktieren. Lass den mal kontaktieren, dass er einen richtig geilen Bock hat. Das macht richtig Bock, da Bock. Ja, genau. Sich zu befinden. Okay, los geht's. Ich poste euch den Link. Wir gehen den Typen jetzt richtig auf die Nerven, ja, weil er sich verschrieben hat einmal. Der beste Barber-Bock. Bitte blockier mich. Ohne Spaß, das ist der beste Bärtebock, den ich im ganzen Internet gefunden habe. Bock to the future. King. Völlig ausreichend, man braucht keinen mit 5 Klingen. Sieht man nicht überhaupt. Nein, nee, ja, eben nicht, das ist gut. Jetzt alle aus dem Bild. Ja. Keine Rechtfertigungsrunden, Nutzer. Boah, ich kann's hier hin, Alter. Er sieht aus wie 15, ja. Er sieht mehr aus wie 1945, Alter. Was? Ist mein Leben, ich könnte Stunden und Tage lang nur im Badewannen reden, weil du bist immer schon was, oder geworden bin. Verbitten. Forbidden Transgender Party in the Berlin, Berliner Ghettos 1943, oh. Colorized. Wenn es nicht so witzig wäre. Das da fällt mir direkt die Augenbraue vom Gesicht. Vielen Dank für die rege Beteiligung, fürs Mitmachen, fürs Spenden, fürs Live dabei sein. Das war ein großer Spaß mal wieder. Jetzt geht alle spielen.